Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen und nächsten Let's Play Projekt Resident Evil 1 Director's Cut DualShock Version. Ganz genau, liebe Leute. Und dieses Projekt ist jetzt tatsächlich der Nachfolger von Dino Crisis 2. Und von Capcom Deutschland, beziehungsweise von Capcom generell produziert, im Jahr 96 und 98. Und ihr seht schon, es ist die englische Version. Es liegt einfach daran, weil ich die deutsche Version irgendwie nicht mehr gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, die englische, die war am besten zu organisieren. Und Leute, Resident Evil 1 Director's Cut. Hier ist es nun, Leute. Und zwar ungeschnitten, tatsächlich. Und liebe Leute, einfach sowieso zu der Vorgeschichte für dieses Spiel. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, aber ich glaube, ihr kennt es alle. Es geht halt um diese Umbrella Corporation und die hat halt irgendwelche, die machen irgendwelchen Mist mit irgendwelchen T-Viren und dadurch werden Zombies quasi zum Leben erwacht und die überfallen die ganze Stadt. Und nur so mal als Grundtenor für dieses Spiel, was wir hier überhaupt spielen. Wie gesagt, es ist die englische Version, ich werde es so machen. Ich werde euch nach jeder Cutscene ungefähr sagen, was die da besprochen haben. Englisch ist bei mir kein Problem. Ich glaube, die meisten von euch verstehen auch Englisch. Von daher sollte das kein Thema sein. Und dann würde ich sagen, quatschen wir mal nicht weiter rum, sondern machen wir mal ein neues Spiel. So, Original Beginner Range. Ich habe es bis jetzt immer so gehalten, dass ich den Standard-Schwierigkeitsgrad genommen habe. Und da würde ich sagen, mache ich das auch diesmal. Gut, Leute, legen wir los in ein neues Abenteuer. Genießt es, viel Spaß. Ach, jetzt habe ich mich schon auf die Cutscene vorbereitet. Aber stimmt, Leute, wir können uns ja jetzt hier noch unseren Charakter auswählen. Ganz genau, liebe Leute, wir spielen ein Mitglied des Stars-Squadrons, das Stars-Team, das ist quasi dafür da, um spezielle Verbrechen aufzuklären von der Raccoon Police Department, wie es da auch steht. Und wir haben jetzt hier zwei Agenten zur Auswahl. Wir haben einmal diesen gut aussehenden Menschen Chris Redfield und wir haben diese gut aussehende Dame Jill Valentine. Ich glaube, ich werde das Spiel nur einmal durchspielen. Allerdings werde ich das mit Jill durchspielen, weil einfach Jill ist so für mich Resident Evil. Und ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel, also doch ein bisschen Ahnung schon, klar, aber jetzt nicht mehr so, dass ich alles weiß oder so, das bei weitem nicht. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, legen wir los. Jetzt aber genießt es. Flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here!
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Genau, liebe Leute. Sie sind in das Anwesen geflüchtet, wo sie sich sicher fühlten. Aber... What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Dining room. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Resident Evil 1. Und da will ich mal anfangen, ein bisschen was zu quatschen. Und zwar die Cutscene, die ihr da eben gesehen habt. Ich weiß nicht, da hat mir einer von euch, das kann ich sogar sagen, der Skipper 226 hat mir da gesagt. Sei herzlich gegrüßt auch mal an dieser Stelle. Dass es noch eine Vision gibt, wo diese Cutscene am Anfang, wo die bunt war und nicht schwarz-weiß. Und das finde ich sehr interessant. Und genau, wir sind jetzt quasi 4 Leute übrig geblieben. Und einmal Jill, einmal der Wesker, der steht draußen. Einmal hier der Barry, der ist mit hier drin. Und der vierte, der fehlt gerade irgendwie. Und ja genau, wir wurden quasi damit beauftragt, diese mysteriösen Vorfälle von zombieartigen Wesen zu untersuchen. Wurden hier abgelassen in einer Wiese vor diesem Herrenhaus. Allerdings ist der Hubschrauber, das finde ich auch so geil, ne, die Logik. Wir sind in Gefahr und der Hubschrauber fliegt einfach weg. Das ist riesig geil. Und naja, was soll ich dazu sagen? Wir wurden hier einfach eingelassen. Wie soll ich das sagen? Ja, ausgesetzt quasi, und wir müssen jetzt hier das Ganze durchsuchen und untersuchen. So, Utensilien fürs Abendessen. Okay, Leute. Wir haben das Menü. Das Menü haben wir hier tatsächlich. Wir haben hier eine Beretta-Waffe. Die werde ich auch mal ausrüsten. Wir haben hier ein Kampfmesser und wir haben hier ein Heilungsspray. Dieses Heilungsspray, wir sehen quasi in der Mitte unsere Lebensanzeige. Im Moment geht es uns prächtig. Wir sind grün, uns geht's gut. Und da links ein schönes Bildchen von Jill Valentine. Und ja, liebe Leute, und ja, das Kampfmesser ist halt für Nahkampf, ne, und die Knarre ist klar. Und genau, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir das einfach mal an. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr zu 100%, wo es hier lang geht. Ein Bild einer wunderschönen Landschaft. Ja, das ist kann ich bestätigen. Und, boah, die Uhr hier ist ganz schön laut, wisst ihr das? So, was haben wir hier noch? Das Bild einer Frau. Okay, was haben wir hier? Eine staubige Großvateruhr. Geil. Okay, eine Großvateruhr also. Was haben wir hier denn am Tisch? Essensutensilien, okay. Gut, da hinten ist Barry. What? What?
What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Leute, Barry. Barry, du hast hier Blut gefunden. Barry untersucht das, ja, okay. Ja, Leute, das ist schon beunruhigend. Oh, was haben wir denn da? Nimmst du das Emblem? Ja, dann nimm das mal. Das wird später, glaube ich, noch wichtig, dieses Emblem. Und genau, Leute, wir haben Blut gefunden. Wir hoffen, dass es nicht Chris's ist. Genau, Chris Redfield ist ja verschwunden. Und hier, draußen ist es dunkel und ich kann nichts sehen. Okay, was ist das hier? Da ist nichts drin. Gut, liebe Leute. Da würde ich sagen, wir müssen uns hier weiter... ich muss gleich mal gucken, wie ich hier schieße überhaupt. Ich habe noch gar keine Schießübungen gemacht. Wartet mal, ich mache mal ein Safe Stat. Tatsächlich mit X. Okay, gut. Das ist also quasi die gleiche Steuerung wie auch bei Dino Crisis. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen... Ach, diese Türszenen. Ach, ist das geil, Leute. Ist das geil. So, wir haben hier aber auch irgendwo eine Karte, ne? Genau, Leute. Wir haben hier eine Karte. Aber die sagt mir irgendwie nichts. Nö. Okay, Leute. Macht euch für eine Cutscene bereit. So, Cutscene. Genau, Leute, unser erster Zombie hier. Na komm, schieß ihn kaputt. Okay. Hier haben wir unseren ersten Zombie. Der steht tatsächlich nochmal auf hier. Der steht tatsächlich nochmal auf hier und hat uns tatsächlich getroffen. Oh mein Gott. Ist der jetzt manchmal kaputt hier? Tatsächlich, Leute, wir haben unseren ersten Zombie erledigt. Diese Cutscene, Leute. Ist die nicht geil? Ist das nicht geil? Gucken wir mal. Wir sind im gelben Bereich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ah, das ist Kenneth vom Stars Bravo Team. Jetzt ist er ein Schatten seines Selbst geworden. Das war also Kenneth. Okay. Er wurde von einem Zombie angegriffen. Schaut euch den Typen an. Es ist komischerweise... Nee, es ist merkwürdig ruhig draußen. Gut, wir haben einen Zombie gefunden, Leute. Die ist von der Innenseite verschlossen. Okay. Hier gibt es keine 360-Grad-Drehung, wie bei Dino Crisis. Wie viel Muni haben wir denn überhaupt noch? Drei Schuss, Leute. Ja, das ist auch so eine Sache hier. Wir brauchen ja einen Dietrich dafür. Um die zu öffnen. Und die ist von innen verschlossen. Ist auch noch so eine Sache hier, diese Muni-Knappheit hier. Die könnte uns noch teuer zu stehen kommen, tatsächlich. Und war hier nicht irgendwo eine Muni-Kiste oder so? Wartet mal. Ich suche irgendwo die Stelle, wo... das sieht... Ah, okay. Das ist ein Bild von diesem Herrenhaus. Oh, haben wir hier nichts? Ich... hatte gedacht, dass wir hier irgendwo Muni finden, aber gut. Leute, gehen wir mal zurück zu... Oh, Jill sieht gut aus hier. Schaut euch die an. Sieht richtig gut aus. Ja, liebe Leute, ich habe das gleiche Grafik-Plugin genommen wie bei Dino Crisis 2. Nee, ich wusste mir nicht anders zu behelfen, weil alles andere sah einfach für mich komisch aus. Und ja, Barry, wir haben dir was zu sagen. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Oh, geil. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Oh, Mist, Leute. Ich glaube, ich habe schon den ersten Fehler gemacht. Scheiße. Ich hätte vor diesem Typen einfach wegrennen können. Oh Mann.
Weil Barry hätte den auch so kalt gemacht, ne? Hey, warum nimmst du Abstand? Was willst du? Nein, Quatsch. Barry hätte den auch so gekillt. Ach, nein. Habe ich schon mein erstes Magazin verballert. Na gut. Okay. Barry, dann lass uns mal zu Esker kommen. Wir haben es ja noch nicht komplett verkackt. Okay, Wesker, bist du da? Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Okay, Leute. Wesker ist nicht mehr. Er ist irgendwo verschwunden, tatsächlich. Und wow, schaut euch mal das an. Ja, mysteriöserweise, Leute. Wesker ist weg, der ist ja unser Captain hier. Oh. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Ach, Barry, was bist du denn für eine Intelligenzbestie? Der Wesker ist weg und er ist offensichtlich nicht ins Esszimmer gegangen. Ach, Gott, ey, jetzt... Offensichtlich nicht, Leute. Da geht er zurück ins Esszimmer. Naja, gut, liebe Leute. Das hier ist die Haupthalle von dem Herrenhaus. Und wir haben hier so Schreibmaschinen. So, wir haben hier, was soll ich sagen? Ja, Patronen, beziehungsweise Farbpatronen scheinbar. Und die können wir hier an diesen, diesen Tastaturen einsetzen. Das ist so dieses klassische Resident Evil Speichern. Genau, Save Your Progress, damit speichern. Ich würde sagen, ich nehme mal eins. Einfach mal so, um euch diesen Stil hier zu zeigen. Schaut euch das an. Eine alte Schreibmaschine, Halle 1F. So, aber ich werde das doppelt speichern. ich werde, wie gesagt, auch hier mit Save States arbeiten, aber... Wie gesagt, nicht übermäßig. Gut, liebe Leute, müssen wir uns eigentlich mal hier umgucken, tatsächlich. Und ich würde sagen, wir versuchen auch hier zu bleiben. So. Das ist verschlossen. Und da ist eine Rüstung eingraviert, okay. Was haben wir hier? Da können wir rein, oh Gott. Okay. Ja, Leute, würde ich sagen, gucken wir uns... Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier in dem Gebäude um, ne? Nichts Ungewöhnliches. Das sieht geil aus hier. Hm? Ein wunderschönes Ölgemälde. Ach, genau, Leute, da müssen wir jetzt... Ah, wartet mal, hier haben wir schon unser erstes Midi-Rätsel. Aber... Ein Bild einer schroffen Landschaft. Nichts Ungewöhnliches, okay. Aber wir können hier... Dieses Ding schieben, genau, diese Leiter. So. Und kommt dann da oben an diese... Ah, nein. kommt da oben an diese Papyrus-Rolle dran. Hm? Genau. Und da würde ich sagen, hol wir uns die einfach mal. Das ist eine Karte des ersten Geschosses, ja klar. Nimm die. Ach geil, dann können wir jetzt quasi hier uns die Karte anschauen. Ah, die habe ich doch vermisst, die Karte. okay,
Leute, wir sind hier in dem roten Bereich. Und wir müssen uns jetzt hier oben gucken. Okay, gibt's hier keinen Shortcut oder so für die Karte? Nee, gibt's leider nicht. Okay, Leute, alles klar. Dann, hier hätten wir vielleicht noch was zum Verschieben. So, was haben wir denn hier? Oh, ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt hier noch ein Zombie kommt, weil ich habe keine Muni mehr. Weil ich den Anfang verkackt habe. Ich Idiot. Scheiße. Oh, um Gottes Willen. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich tritt ihm den Kopf ab, ey. Boah. Hab ich mich erschrocken, Leute. Boah. Aber gut, ja, wir sind im orange Bereich. Verschiedene Bilder. Ich möchte eigentlich verhindern, irgendwie, dieses Heilungsspray zu benutzen. Weil es gibt hier bei Resident Evil, gibt es ja auch diese Heilkräuter. Ne? Und hier sind nochmal Farbbänder. Nehme ich mal mit, Leute. Und, wie gesagt, ich glaube, wenn wir hier diese Heilsprays nicht benutzen, verschiedene Bilder, dann kriegen wir irgendwie ein Bonus-Item oder so am Ende. Ich bin mir da nicht sicher. Und ja, wir haben noch 2 Schuss. Wir sind im orangen Bereich. Und ich würde mal sagen, wir haben den Dietrich benutzt und gehen mal hier rein. Guck mal, was sich hier hinter verbirgt, ey Leute. Oh Mann. Bitte keine Zombies, ey. Bitte nicht. So, ich habe keine Muni mehr. Gruseliges Zeug. Ja, das stimmt. Schaut mal, da liegen Skelette und so drin. Oh mein Gott. Aber das da können wir verschieben. Ah! Um Gottes Willen. Boah, scheiße. Oh Gottes Willen. Lauf raus, raus, raus. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott, kommt da ein Hund durchs Fenster gesprungen. Ja, wir sind im roten Bereich. Das heißt, ich muss das Heilungsspray benutzen. Da läuft so ein scheiß Hund rum. Oh Mann. Komme ich hier überhaupt weiter erstmal? Weil ich muss erstmal Muni sammeln eigentlich. Scheiße. Okay, egal. Gehen wir erstmal... Nein. Gehen wir erstmal in den anderen Bereich, Leute. Da ist erstmal Dead End, weil ich habe ja keine Woody Bear, ne? Mann, Mann, Mann. Gut, okay. Da habe ich jetzt tatsächlich mein Heilungsspray benutzt, ja. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich bin kein Profi in diesem Spiel, absolut nicht. Und würde ich sagen, erkunden wir erstmal diesen Bereich hier. Weil ich brauche unbedingt erstmal Muni. Ich muss irgendwo Muni finden hier. Geht doch gar nicht sonst. Okay, das hier ist zu, ne? Genau. Was haben wir hier noch? So, hier haben wir jetzt den Dietrich benutzt. Okay, was haben wir denn? Scheiße, die Musik geht weg. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier was passiert. Aber gut. Was ist das denn hier? Ein sehr gutes Piano. Okay, dann gucken wir uns mal weiter hier um. So, das ist wie so eine kleine Bar, sieht das aus. Willst du dich nicht hinsetzen und was trinken? Na gut. Was haben wir hier noch in der Ecke? Schaut mal, da ist so ein Schrank, den kann man verschieben. Wartet mal, was haben wir denn hier hinten noch? Nix, okay. Das heißt, wir können den Schrank verschieben. Brauchen wir hier hinten noch was? Aber nicht dahin verschieben, weil dann komme ich nicht mehr raus. So, am besten hier. Genau, Leute. Was haben wir denn da? Nimmst du das, die Musiknoten? Na klar, Leute. Ach, wir haben Musiknoten gefunden. Okay, das heißt, wir können hier... Wie cool. Wir können hier Klavier spielen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Jill, kannst du Klavier spielen? Ja, wartet mal.
Kannst du Klavier spielen? Tatsächlich. Die Mondscheinsonate. Okay, ja, dann spiel. Ach, cool. Hast du schön gespielt und tatsächlich, da geht was auf. Cool, Leute. So. Oh nein. Ach so. Okay. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Noch ein Emblem, ne? Nimmst du das goldene Emblem? Ja klar, nimm das mal mit, Leute. Wir haben 8 Speicherplätze. Ah, wartet mal, die Tür ist zugegangen, das heißt, wir müssen jetzt dieses braune Emblem reinpacken. Genau, Leute. Alles klar. Gibt's hier irgendwie Muni oder so? Ey, ich habe 2 Schuss, das kann doch nicht wahr sein. Boah, ist echt krass. Ah, gut, okay. Dann müssen wir tatsächlich hier raus. Ah, wartet mal. Map. Oder wartet mal, haben wir da nicht noch irgendwo was? Nee, das ist ein geschlossener Raum. Ne? Das ist ein geschlossener Raum hier. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Und dann schauen wir uns doch noch mal ein bisschen hier um. Ich glaube nicht, dass wir da schon hin müssen. Nee. Wo der Hunter ist. Das ist zu, okay. Das hier ist auch zu. Da kommen wir auch nicht rein. So, wartet mal. Gibt's hier nicht irgendwo Muni? Also eigentlich... Ah, ich habe eine andere Idee. Wartet mal. Hier ist Barry, ne? Hä? Wo ist denn Barry? Ich dachte, er ist hier. Müssen wir das Gold... Müssen wir das Gold-Emblem vielleicht hier reinpacken? Ah, okay. Erstes Mini-Rätsel hier gelöst. Haha, okay. Da liegt auf jeden Fall was drin schon mal. Ah, gut, dann machen wir das mal. Dann holen wir uns das mal da raus hier. Was ist denn das? Ein Anwesenschlüssel. Okay, aber die Frage ist jetzt... Schaut mal, Leute. Wenn wir hier im Menü sind, können wir hier auch diese Sachen checken. Und, ha, schaut mal da, Leute. Das ist tatsächlich ein Schildschlüssel. Ja. Ein Schild ist eingraviert. Genau, Leute. Das heißt, wir haben einen Schildschlüssel gefunden. Seht ihr auch da. Mit dem können wir beim nächsten Mal doch schon mal weiterkommen. Und ja, Leute, in Anbetracht dessen, dass wir schon die 30 Minuten erreicht haben, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.